Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Montag. Die Häuselbauermesse begeistert tausende Besucherinnen und Besucher in Klagenfurt. Feierlich eröffnet wurde die HTL in Ferlach. Das Land Kärnten vergibt auch in diesem Jahr wieder den Europapreis. Aktuelle Bau- und Wohntrends gab es wieder auf der Häuselbauermesse in Klagenfurt zu sehen. Über 400 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten auf 30.000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen. Ein zentraler Schwerpunkt der Messe lag zudem auf dem Thema Energiesparen. Seitens der Landesregierung nahm Landesrat Sebastian Schuschnigg an der Eröffnung teil. Im Beisein von Bildungsminister Martin Bollaschek eröffneten Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber und Landesrat Daniel Fellner kürzlich die umgebaute und sanierte HTL in Ferlach. In die baulichen Maßnahmen wurden in den letzten 4 Jahren insgesamt 7 Millionen Euro investiert. Als weltweit einzige Schule bietet die HTL den Ausbildungsbereich der Waffen- und Sicherheitstechnik an. Auch heuer prämiert die Landesregierung wieder herausragende wissenschaftliche Arbeiten zu EU-Themen mit dem Europapreis. Je 2 Stipendien gibt es für Bachelorarbeiten, Diplom- oder Masterarbeiten sowie Dissertationen. Einreichungen sind bis zum 30. September 2024 unter europa.ktn.gv.at möglich. Trotz aller Krisen wird der Tourismus auch in Zukunft eine tragende Säule der heimischen Wirtschaft bleiben. Das war der Tenor am Startup Friday im Seeport Börtschach. In zahlreichen Vorträgen wurde dabei ein Blick in die Zukunft geworfen. Eröffnet wurde der Startup Friday von Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnigg. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.